Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege, ich antworte Ihnen wie folgt. Das Bundesministerium der Verteidigung wird die im Dezember 2016 im Rahmen einer Ersterkundung gewonnenen Erkenntnisse bezüglich möglicher alternativer Standorte konkretisieren und die aktuelle Verfügbarkeit prüfen. Ein entsprechendes Erkundungsteam verlegt dazu aktuell nach Jordanien. Bislang wurden keine Investitionen am Standort Incirlik getätigt, die über Maßnahmen zur Instandhaltung der genutzten Infrastruktur hinausgehen. Jetzt hat sich gemeldet der Kollege Gierke. Gibt es nicht erst Nachfragen des Fragestellers? Ja, danke. Es ist so gut, dass Herr Brauchse immer darauf achtet, dass ich keinen Fehler mache. Vielen herzlichen Dank. Natürlich, sehr gern, Frau Präsidentin. Ja, das weiß ich. Das tun Sie gerne. Herr Hunko, bitte. Ja, vielen Dank. Es geht ja um den skandalösen Zustand der Besuchsrechtsverweigerung hier des Parlaments am Standort in Incirlik. Und wir hören ja auch von der Bundesregierung durchaus starke Worte, was das angeht. Ich zitiere, Sigmar Gabriel sagt, das spricht von Erpressung, oder auch die Bundeskanzlerin sagt, das sei nicht akzeptabel. Das ist natürlich völlig richtig. Aber wir haben auch gerade erfahren, dass das Thema jetzt nach diesem neuen Vorfall, dass jetzt der Verteidigungsausschuss hier nicht nach Incirlik fahren durfte, dass dieses Thema nicht mal beim Kabinett Thema war, dass man hier starke Worte für die deutsche Öffentlichkeit benutzt, aber offensichtlich am Mandat in Incirlik festhält. Also deshalb nochmal die Frage, nachdem wir jetzt gar nicht mehr von einer Parlamentsarmee reden können, weil es kein Besuchsrecht gibt, gibt es konkrete Abzugsüberlegungen, ganz konkret und ganz unverzüglich? Brauchsiepe, bitte. Herr Kollege, was das Thema der Kabinettsbefassung angeht, wissen Sie ja, dass es auf Antrag der Bundesregierung, der ja im Kabinett beschlossen worden ist, ein entsprechendes Bundestagsmandat gibt. Ich kann ansonsten nur die Ausführungen wiederholen, die ich ja schon gemacht habe. Es hat schon im letzten Jahr Erkundungen gegeben und diese werden jetzt konkretisiert. Es ist eben gerade heute ein entsprechendes Erkundungsteam dazu auf dem Weg nach Jordanien, um genau dies zu konkretisieren, was wir bisher dort an Erkenntnissen gewonnen haben. Darüber hinaus bedarf es natürlich, wenn es zu einer Verlegung käme, einer entsprechenden politischen Entscheidung. Aber es werden die entsprechenden Erkundungen durchgeführt. Herr Hunko, zweite Frage oder Rückfrage? Na, ich kann mich des, Herr Kollege, des Eindrucks nicht erwehren, dass hier auf Zeit gespielt wird. Dieser Zustand, der ist ja jetzt schon ein Jahr alt, der sich jetzt noch mal, ein Dreivierteljahr alt, der sich noch mal zugespitzt hat. Jetzt sagen Sie, jetzt wird ein Erkundungsteam nach Jordanien geschickt. Wir sagen, es ist unmöglich, unter diesen Bedingungen das Mandat aufrechtzuerhalten. Und eine Frage, die ich noch anschließen möchte, es handelt sich ja nicht nur um Incirlik. Wir haben ja auch Soldaten in Konya, wo die AWACS stationiert sind, in Incirlik sind die Tornados stationiert. Gilt das Gleiche auch für sollen die AWACS dann auch nach Jordanien verlegt werden? Wir reden ja hier nicht nur über den einen Standort, der sozusagen nicht mehr der parlamentarischen Kontrolle unterliegt, sondern sämtlichen Standorten in der Türkei. Herr Brauchsiepe. Herr Kollege Hunko, ich will zunächst noch mal sagen, selbstverständlich ist und bleibt die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Und deswegen gibt es ja auch die entsprechenden von Ihnen ja selbst zitierten Äußerungen der Bundesregierung dazu. Und das Stichwort Parlamentsarmee bezieht sich selbstverständlich auf alle Soldatinnen und Soldaten und auch auf sämtliche mandatierten Einsätze innerhalb der Türkei und auch in anderen Gebieten, für die wir mit unseren Soldatinnen und Soldaten zum Einsatz mandatiert sind. Nächster Fragesteller, Wolfgang Gierke. Danke sehr, Frau Präsidentin. Wäre die Bundesregierung bereit, Parlamentsarmee bedeutet ja, dass das Parlament entsenden kann, was es leider fast immer tut, aber auch zurückholen kann, nach § 8 Absatz 2
des Parlamentsbeteiligungsgesetzes. Wenn im Bundestag eine Initiative zweier Fraktionen mindestens behandelt wird, die deutschen Soldaten aus Incirlik sofort zurückzuholen, wäre die Bundesregierung bereit, dies öffentlich zu unterstützen, oder ist das nicht der Fall? Herr Kollege Gerke, die Bundesregierung hält in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit des Deutschen Bundestages den Kampf gegen den Terror des sogenannten Islamischen Staates für sinnvoll und notwendig und findet es richtig, dass sich die Bundeswehr an diesem Kampf beteiligt. Dafür sind unsere Soldatinnen und Soldaten mandatiert. Wenn es andere Mehrheitsverhältnisse gäbe, würden die natürlich auch zur Geltung kommen. Aber die Frage stellt sich für die Bundesregierung nicht. Wir haben ein Mandat, das hat der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen. Das Mandat halten wir für sinnvoll. Vielen Dank. Dann kommt dran die Kollegin Hensel. Ja, danke schön. Herr Staatssekretär, nochmal eine Nachfrage zu dem, es ist ja geplant, Incirlik auszubauen, die Infrastruktur. Sie haben jetzt soeben gesagt, es wären da noch keine Gelder geflossen. Stimmt das? Also wie viel ist bisher für Incirlik-Ausbau genau geflossen? Wie viel ist geplant und werden Sie das stornieren oder läuft es jetzt einfach so weiter mit den Haushaltsplanungen, dass das Geld zur Verfügung steht und weiterhin mit Incirlik geplant wird? Herr Brauksiepel. Frau Kollegin, ich wiederhole meine Äußerung, dass keine Investitionen getätigt worden sind, die über Maßnahmen zur Instandhaltung der genutzten Infrastruktur hinausgehen. Das heißt, das ist nichts, was ich als einen Ausbau bezeichnen würde. Es gibt kein Infrastrukturprotokoll. Es hat in der Tat Planungen gegeben, was den Ausbau der Infrastruktur angeht. Die bedürften aber natürlich der Zustimmung der türkischen Seite. Dazu müsste ein Infrastrukturprotokoll unterzeichnet werden. Dies ist von türkischer Seite bisher nicht erfolgt. Und es gibt Behelfslösungen im Bereich der Infrastruktur, die zurzeit dazu beitragen, dass wir mit der Situation, die wir dort haben, so auch leben können, was die Bedingungen für unseren Einsatz angeht. Wie es eben nach wie vor überhaupt ja so ist, dass aus militärischer Sicht der Standort Incirlik vorzugswürdig ist. Dankeschön. Dann Kollege Jürgen Trittin, bitte. Frau Präsidentin, Herr Kollege Brauksiepe, ich stelle ja erstens fest, dass Sie den Bundestag unvollständiger unterrichten als die Presse. Ich habe heute Morgen schon in einem öffentlich-rechtlichen Radiosender gehört, dass auf das erste Vorauskommando nach Jordanien ein zweites folgen wird, nämlich angeführt von der Oberkommandierenden Frau von der Leyen. Das hätten Sie bei der Gelegenheit hier ja auch erwähnen können. Die Frage aber, die ich eigentlich habe, sind eigentlich diese Vorauskommandos überhaupt nötig? Wäre es vor dem Hintergrund der fehlenden verfassungsrechtlichen Grundlage für diesen Einsatz, der eben nicht in einem System kollektiver Sicherheit stattfindet, was Voraussetzung nach dem Bundesverfassungsgericht ist, nicht klüger, anstatt sich nach Alternativstandorten umzuschauen, die Soldatinnen und Soldaten dort einfach abzuziehen? Herr Kollege Trittin, die Bundesregierung ist selbstverständlich der Auffassung, dass dieser Einsatz nicht nur politisch sinnvoll und notwendig ist, sondern selbstverständlich auch verfassungskonform. Dies haben wir ja in anderen Zusammenhängen, nämlich bei der Begründung des Mandats, wie auch bei der jeweiligen Verlängerung, auch hinlänglich diskutiert. Verschiedene Auffassungen dazu kann man selbstverständlich haben. Wer über die Verfassungsgemäßheit eines Einsatzes, eines Gesetzes, eines Beschlusses in unserem Rechtsstaat zu entscheiden hat, ist Ihnen auch bekannt. Es gibt keine Entscheidung von zuständiger Stelle, die die Verfassungskonformität des Einsatzes in Frage stellen. Ich habe darüber hinaus im Übrigen
niemanden von der Presse über irgendetwas in diesem Zusammenhang informiert. Und erlauben Sie mir den Hinweis, die Frau Bundesministerin der Verteidigung ist kein Vorauskommando, sondern sie wird einen Besuch in Jordanien durchführen in den nächsten Tagen, planmäßig, auch meines Wissens nicht ihren ersten. Sie ist nicht als Vorauskommando dort. Vielen Dank. Und dann habe ich noch Katja Keul. So, Entschuldigung, jetzt geht's Mikrofon. Ja, der Kollege Trittin hat ja gerade schon noch mal in Erinnerung gerufen, dass wir ja diesem Mandat ohnehin aufgrund seiner Verfassungswidrigkeit keine Zustimmung gegeben haben. Aber inzwischen haben wir ja auch einfach tatsächlich Veränderungen, unter anderem die Eskalation mit der Türkei, sodass ich Sie an der Stelle schon auch noch mal fragen will, ob die Bundesregierung eigentlich vor diesen Entwicklungen nicht auch das Mandat als solches auch noch mal sicherheitspolitisch anders bewertet. Ja, weil wir sowohl Probleme haben mit dem Bündnispartner Türkei, aber natürlich auch feststellen müssen, dass auch der Bündnispartner USA offensichtlich seine Richtlinien geändert hat und wir inzwischen seit März ungefähr wöchentlich 30 tote Zivilisten durch unser eigenes Bündnis zu beklagen haben, ob die Bundesregierung vor diesem Hintergrund nicht selbst auch zu einer Neubewertung dieses Einsatzes kommt. Frau Kollegin, Sie haben zu diesem Sachverhalt ja schon in vielerlei Zusammenhängen Fragen gestellt, die ich Ihnen auch beantwortet habe. Ich sage an dieser Stelle nochmal, es gehört leider offenkundig zur Strategie des sogenannten Islamischen Staates, Zivilisten in die Auseinandersetzung hineinzuziehen und auch zivile Opfer hier in Kauf zu nehmen. Und die Koalition, die dort im Rahmen der Operation Inherent Resolve tätig ist, tut alles ihr Mögliche, um zivile Opfer zu vermeiden. Erlauben Sie mir darüber hinaus, da ich ja selbst auch Abgeordneter bin und glaube, einigermaßen die Zuständigkeiten von Abgeordneten zu kennen, doch zu erklären, dass ich es sehr kühn finde, dass Sie hier en passant meinen, die Verfassungswidrigkeit eines solchen Einsatzes feststellen zu können. Ich bin froh, dass wir ein Bundesverfassungsgericht haben, das sich zuständigkeitshalber mit Fragen der Verfassungswidrigkeit oder Verfassungsmäßigkeit von Beschlüssen des Deutschen Bundestages beschäftigt. Sie haben mir keine Rechtsauffassung geäußert, sondern Sie haben so getan, als sei es eine Tatsache, was Sie hier gesagt haben. Vielen. Das können Sie im Protokoll nachlesen, was vielen Sie gesagt haben. Vielen Dank. Und jetzt noch Hubertus Sebel. So, Herr parlamentarischer Staatssekretär Brauch, eine Nachfrage von mir, weil mir das noch nicht so ganz klar geworden ist in Ihren Ausführungen. Beziehen sich denn jetzt die Verlegungspläne auch nicht nur auf Incirlik, wo die Tornados ja stationiert sind, oder beziehen Sie sich auch auf Konya, wo die AVEX stationiert sind? Vielleicht könnten Sie da noch mal einige Ausführungen zu machen. Herr Brauchsiebe, bitte. Nach dem, was mir bekannt ist, ist es bei der schon vor Monaten durchgeführten Ersterkundung, wie auch bei der jetzigen Konkretisierung der gewonnenen Erkenntnisse geht es darum, mögliche Alternativen zum Standort Incirlik zu erkunden, von denen ich schon gesagt habe und gerne noch mal wiederhole, dass aus militärischer Sicht Incirlik ein sinnvoller Standort ist. Gleichwohl geht es bei den Erkundungen um Alternativen zum Standort Incirlik. Andere Fragen stellen sich für die Bundesregierung in diesem Zusammenhang jetzt nicht. Es geht ja auch darum, dass der Verteidigungsausschuss einen Besuch in Incirlik geplant hat. Und das, da könnte ich auch persönlich ein paar Geschichten von erzählen, auch andere in der Vergangenheit Besuche in Incirlik geplant haben, die nicht stattgefunden haben. Aber selbstverständlich wiederhole ich auch gern, dass unabhängig von Incirlik wir selbstverständlich erwarten, dass Parlamentarier, Bundeswehrsoldaten an jedem Standort, an dem sie mandatierterweise im Einsatz sind, besuchen können. Vielen Dank. Nachdem jetzt die dringliche Frage aufgerufen und auch beantwortet worden ist, rufe ich jetzt die Fragen auf Drucksachen 18-123-21.